Grüß euch, wir sind Sömbolan aus Hummerfeld am Dachboden, wo es im Sommer viel zu heiß ist und im Winter viel zu kalt, wo es da ein paar Zechen angefrierst. Ja, wir spielen so ein bisschen so einen härteren Metal. Das ist eher so eine druckvolle, aggressivere Musik, die dann meistens übergeht in irgendwelche melodischen, gut überlegten, meistens Refrains von dem Genre, von der Genre Kriegsführung, die da herrscht in dem Metal-Bereich, wollen wir uns eher fernhalten. Darum bezeichnen wir es einfach als irgendwie Metal Hardcore. Also ich fange mal an mit dem Herrn rechts von mir, das ist der Florian Wagner. Das ist der kreative Kopf hinter der Band sozusagen. Außerdem spielt er Gitarre und macht die cleanen Vocals. Und der nächste rechts ist der Wolfgang Achleitner, unser frischester, neuester Zugang, der den Spreiterbastler ersetzt und der macht das bravourös an Danke. der Leadgitarre sozusagen. Ja, ich übergebe dann an Hannes Lettner, das ist unser Schlagzeuger, der was da recht schön werkt bei uns. Ist auch das Urgestein von der Band. Außerdem gehört ihm der Proberaum. Und außerdem gehört ihm der Proberaum und wir zahlen nichts, das passt. Ja, und neben mir sitzt noch der Jakob Bloch-Berger, spielt Bass und schreit es wie. Macht alles eigentlich, oder großteils, die Shows aus und. Ja, da erwarten sich die Leute immer recht eine großartige Geschichte. Eigentlich gibt es da gar nicht wirklich viel dahinter. Wir haben einfach einen Namen gebraucht. Also, wir sind nachher draufgekommen, es ist irgend so eine religiöse Gruppierung, die Sömbolan dann heißt. Das ist irgend so eine murzchristliche Sekten. Also, mit dem hat es zumindest nichts zu tun. Von dem kommt es aber nicht. Ja, weiß nicht. Dr. Wagner, fällt Ihnen da noch was ein? Es war im alten Griechenland eine Eintrittsbestätigung. Der Genehmigung. Das führen wir jetzt. Ganz genau. Ja. Wir haben sie daran angenommen, das weiterzutreiben in der Neuzeit. Das nicht vergeht. Ja, das neue Album, das ist unser erstes richtiges ganzes Album mit 13 Tracks drauf. Zwei sind schon draußen, zwei Lieder. Und ja, am Freitag ist der Release am 25. November mit unserer Release-Party. Und bis jetzt haben wir halt nur eine EP veröffentlicht, darum sind wir recht stolz, dass wir jetzt endlich mal einen Longplayer haben. Das Ganze haben fast 13 Lieder, was man auch erwähnen sollte, aufgenommen ist, das war in einem Graveyard-Studio in einem Städten und produziert vom Dominik Meyerhofer. Danke an der Stelle. Und gemischt und gemastert vom Stefan Hörersdorfer, der da, wo die zwei wieder sehr gute Arbeit geleistet haben und mehr als uns rausholen haben können, als was eigentlich drin ist. Obacht! Vorsicht! Keinen ersten Fassad! Plätschern und dann vor. Ja! Und die CD gibt's ab eben 25. zu erwerben bei uns. Philipp Büste hat uns da gefilmt, ja, Musikvideo haben wir da gemacht, eben beim alten Sägewerk, das ist recht gut geworden. Das kann man sich auch schon auf unserem YouTube-Kanal www.youtube.com/symbolonband. Working Sis, das ist so ein bisschen was Urzeitliches. Das Sis ist ein Urvogel aus der Bibel. Und wir haben sich gedacht, was passt am wenigsten zum Liedtext als das? Das. Also die Band gibt es jetzt, glaube ich, schon, wie lange haben wir? 9 Jahre, aber eigentlich. Aber eigentlich erst zwei. Eigentlich erst zwei, weil wir haben einfach eines Tages haben wir gesagt, hey, machen wir eine Band. Wir haben keine Ahnung gehabt von dem Instrument und haben halt einfach einen Lärm gemacht. Und ja. Und das ist jetzt noch so. Ein bisschen besser sind wir schon geworden, glaube ich mal. Spur. Und ich bin erst heuer dazu gestoßen, im Februar. Aus Ersatz mehr oder weniger von Schweizer Sebastian, der was ausgestiegen ist. Wie ich gehört habe, dass sie einen neuen Gitarristen suchen
hat mich das sehr interessiert, die ganze Musik, was sie machen. Und das hat mich jetzt angesprochen, von Anfang an eigentlich. Sehen wir, wie das jetzt trennt mit dem Album, was sie da jetzt tut. Beziehungsweise, wie viele Leute das ausspricht. Also, uns taugt es das, was wir gemacht haben und fabriziert haben. Und das ist das Wichtigste. Wenn das noch langsam weitergeht, dann passt es für uns. Die Texte schreibt großteils ich und der Herr Wagner. Das ist sehr interessant eigentlich, weil wir da zwei komplett verschiedene Zugänge eigentlich dazu haben. Also ich persönlich, da das ja ich eher der bin, der mit einem aggressiveren Gesangsstil und so schreibt, eigentlich um Sachen, die mich beschäftigen, aggressiv machen, ja einfach Themen, die mich generell, für die ich mich interessiere oder die mir keine Ruhe lassen. Habe auch ziemlich lange gebraucht jetzt, dass ich da einfach alles reinpacke, aber das hat sich ziemlich ausgezahlt. Also ich glaube, die Texte sind halbwegs gut geworden. Ja, und der Flo sagt dann, was er so schreibt. Ja, ich bin eher so der Poet und singe das dann schön raus. Und eher so eine gewundene Sprache, eine bildhafte Sprache. Und der Jakob, der sagt halt, wie es ist. Und ich lasse ihn ein bisschen so einen Spielraum zur Interpretation, den er leid. Ja, genau. Und wer wissen will, um was es geht. Also eben die Themen, die uns beschäftigen, wo, weiß ich nicht, Leute, die andere Leute hassen, weil sie woanders herkommen, bis zum Sterben ist da alles dabei. Am gescheitern ist, man liest es durch. Es ist für, glaube ich, wir haben uns da schon genug geäußert im Album, wie wir da stehen zu den ganzen Themen, und das sollen sich die Leute anhören, die es interessiert. Haunted Festival. Ja, wir haben uns halt gedacht, wir machen eine gescheite Release-Party, weil jetzt bringen wir mal, weil wir eine CD rausgebracht haben, an der wir jetzt 2 Jahre gearbeitet haben und die gebührende Feier geben. Und ja, es gibt genug extrem gute, hochwertige Bands in einem Stehen, und wir haben uns halt gedacht, ja, hey, wir zaubern da ein Line-Up zusammen, und ich glaube, es kann sich halbwegs sehen lassen. Es sind ziemlich viele, ziemlich starke Bands dabei. Ja, das wird sicher ein cooler Abend. Und ja, wir werden da unser Album, sag ich mal, das, was wir jetzt 2 Jahre lang zurückgehalten haben, gebührend auszulassen. Karten gibt es bei alle Bands und alle Bandmitglieder. Und die sind jetzt auch schon eine Zahl zum Verkauf freigeben. Und es sind nicht mehr viel da. Nice. Es sind ein paar da. Am 25.11. spielen wir eben im Volksheim. Nennt der 12. ist sozusagen unsere When-Release-Show im Escape Metal Corner. Am 13.01. spielen wir TU Metal Fest in Wien. Das ist Studentenparty, mehr oder weniger. Und dann haben wir noch am 26. April im Rapper Room einen Auftritt. Ja, ist auch in Wien, ja. Genau. Ja, grundsätzlich werden da noch ein paar Sachen dazukommen. Das kann man auf unserer Facebook-Seite immer nachlesen, wo, wann, was, wie ist, was nächstes. Genau. An alle Leute, die da jetzt dazuschauen, schaut euch die Bands an in eurer Umgebung. Es gibt echt in einem Städten mittlerweile Bandszene, die sich echt sehen lassen kann. Eigentlich auch, sage ich mal, schon langsam international konkurrierbar wird. Und man sollte das echt fördern und geht zu den Konzerten und unterstützt die ganzen Bands. Kauft andere CDs, kauft unsere CDs. Ja, geht zu den Auftritten und ja, unterstützt eure lokale Szene.